Kilometer für Kilometer, Stunde um Stunde seinem Ziel ein Stück näher. Matthias Sorgo hat einen großen Traum. Er will erster Radprofi aus Burkina Faso werden. Dafür trainiert der Student hart, oft gemeinsam mit der Nationalmannschaft. Bei Afrikas wichtigsten Rennen, der Tour de Faso, will er es gleich bei seiner ersten Teilnahme allen zeigen und gewinnen. Wird er damit seinem Traum von der Profikarriere näher kommen? Nur noch ein Tag, bis das große Rennen beginnt. Matthias Sorgo muss aber noch einmal zur Uni. Hier in Ouagadougou studiert er seit 3 Jahren Biologie. Er sucht seine letzten Klausurergebnisse. Eigentlich kam die Uni für mich immer an erster Stelle, denn ich habe damit noch früher als mit dem Radsport begonnen. Aber heute sehe ich im Sport noch mehr Chancen. Er ist noch interessanter für mich. Matthias ist 24 Jahre alt und hat erst vor gut 2 Jahren mit dem Radsport begonnen. Er versucht einen Spagat. Er will einerseits der erste burkinische Radprofi werden, aber mit seinem Studium will er andererseits sich auch absichern. Die Doppelbelastung ist hart. Seine Tage sind oft lang. Oui, un peu difficile. Es ist schon etwas schwierig. Du musst einfach manche Dinge im Leben streichen, Freizeit, mit Freunden weggehen. Denn im Radsport ist es wichtig, auf gewisse Dinge zu achten. Erholung und Ernährung. Und natürlich musst du früh schlafen gehen. Denn für mich besteht der Radsport aus 3 Dingen. Gut trainieren, gut erholen und gut essen. Um das Essen kümmert sich seine Familie. Heute kocht seine Schwägerin das Abendessen. Die Familie unterstützt Matthias nach Kräften. Mein Traum ist es, immer weiter zu kommen, um eine wichtige Person zu werden. Damit möchte ich den Menschen helfen, die Hilfe benötigen. Ich möchte ein Vorbild für die Jugend in Afrika sein. Es wird nicht leicht, ein Vorbild zu sein, trotzdem will ich es versuchen. Ich mache das, damit jeder Junge sich eines Tages selber helfen kann. Das ist das Wichtigste. Es kann sein, dass ich kein Profi werde, aber ich möchte es unbedingt versuchen. Matthias Bruder Pierre wünscht ihm zum Abschied Glück für das Rennen. Möge Gott euch helfen. Möge Gott dich während der Tour begleiten. Wir werden alle beten, damit du den Sieg holst. Wir werden beten, damit du immer genug Mut und Hoffnung hast, weiterzukommen und dass du uns einen Etappensieg mitbringst. Das ist meine Erwartung. Und warum eigentlich nicht auch das gelbe Trikot? Das wird ein bisschen schwierig, aber nicht unmöglich. Was bei der Tour schwierig ist, ist, dass erfahrene Teams dabei sind. Letzte Taktikanweisung des Nationaltrainers an das Team von Burkina Faso. Und dann ist es soweit. 10 afrikanische und 2 europäische Mannschaften gehen ins Rennen. Die erste Etappe ist sofort ein Härtetest. 171 Kilometer hinein in den heißesten Teil des Landes. Es herrschen über 40 Grad.
Nach gut 4 Stunden ist es vorbei. Matthias Sorgo hat es nicht in die Spitze geschafft. Am nächsten Tag will er den Rückstand aufholen. Er fährt vorne mit und schafft es in die Ausreißergruppe. Am Ende sind nur 2 Marokkaner schneller. Er wird Dritter. Ich bin schon ein bisschen zufrieden heute, aber ich glaube, dass ich noch mehr kann. Wir werden weiter hart arbeiten, um uns zu verbessern. Schon nach 2 Tagen ist Matthias geschafft. Aber im Gesamtklassement hat er sich weit nach vorne gekämpft. Auf dem Weg zum Hotel feilt er an seiner Strategie, denn sein 3. Gesamtrang reicht ihm nicht. Ja, ich möchte in den kommenden Tagen Marokko attackieren, denn es kann nicht so bleiben und ich möchte weiter nach vorne. Matthias will den Sieg, das gelbe Trikot. Er glaubt fest daran. Sein Team aus Burkina Faso und er sind eine Einheit. Sie alle kämpfen zusammen, unterstützen Matthias. Und das Team hält Wort. Die Fahrer aus dem radsportverrückten Land attackieren. Sie wollen Marokko unter Druck setzen. Matthias arbeitet im Sattel jeden Tag hart an der Erfüllung seines Traums. Halbzeit bei der Tour du Faso. Im Gegensatz zum Profi-Radsport schlafen die Athleten nicht in luxuriösen 5-Sterne-Hotels, sondern auch mal im Zeltlager. Materialpflege, Massage und Entspannen. Alles unter freiem Himmel. Tagsüber ist es sehr heiß, aber nachts wird es dann im Zelt kalt. Aber kein Problem, ich mag die Abwechslung. Dennoch träumt er von den professionellen Bedingungen des Spitzenradsports. Sein Trainer Abdul Wahab Savadogo jedenfalls glaubt an ihn. Matthias Sorgo hat das Zeug, um Profi zu werden. Er hat schon einiges an Erfahrung. Vor allem ist er aber ein Fahrer, der gut zuhören kann und Ratschläge annimmt. Der große Konkurrent von Matthias Sorgo ist Moussine Lazaini, Kapitän der Marokkaner. Ein erfahrener Profi, der schon mehrere afrikanische Rundfahrten gewann und an Olympia teilnahm. Er ist hier der Favorit und hat dennoch großen Respekt vor Matthias Sorgo. Er attackiert sehr viel. Ich muss mein Maximum geben, um ihn im Peloton zu halten. Aber bis jetzt klappt es. Matthias bleibt hinter seinem Kontrahenten aus Marokko. Er kommt einfach nicht an ihm vorbei. Die Massage am Abend vor der letzten Etappe. Die Muskeln sind verhärtet, Matthias ist müde. Morgen werden wir es sehen. Wenn es die Chance gibt zu attackieren, dann werden wir es probieren. Noch ein weiteres Mal. Aber wenn es nicht geht, dann werden wir meinen Podestplatz verteidigen, denn der ist mir sehr wichtig. Letzter Tag, letzte Chance. Matthias versucht alles, aber das Rennen läuft taktisch gegen ihn. Den Sieg holt sein Teamkollege. Genauso sehr wie er wird Matthias gefeiert,
Am Ende wird Matthias Sorgo Dritter der Tour de France. Ich denke, das ist ein gutes Resultat, denn das war meine erste Teilnahme an der Tour du Faso. Mein Ziel war es, mich an das Niveau heranzutasten und ein möglichst gutes Ergebnis einzufahren. Die Menschen hier haben sich wirklich über meinen dritten Platz gefreut. Ich bin sehr stolz auf meine Arbeit. Aber was wird nun aus seinem Traum vom Profiradsport? Laurent Bézot ist Renndirektor der Tour du Faso und ehemaliger Tour de France-Teilnehmer. Er sieht Chancen für Matthias auf einen Profivertrag. Er ist ein starker Fahrer und nimmt die Dinge sehr ernst. Jetzt braucht er gezielte Förderung. Dann kann er sich schnell weiterentwickeln. Nach der Tour. Matthias kehrt heim. Seine Freunde sind begeistert. Und auch seine Mutter ist mächtig stolz auf ihn. Auch sie glaubt, dass er es zum Profi schaffen kann. Ich brauche nun wirklich Unterstützung, denn der moderne Radsport verlangt einfach entsprechende Mittel. Viele Bedingungen müssen erfüllt werden, um ein guter Radsportler zu werden. Ich hoffe, dass mein Weg weitergeht. Der Traum vom Profiradsport. Matthias hat alles dafür getan und gezeigt, dass er ein ganz Großer werden will. Tout du quartier, tout ça. Hein? Donc, courage.